Hallo, ich habe das Haus gekauft, die ich raus habe. Was soll ich da machen? Dann sitze ich auf der Straße. Das können Sie ja nicht machen. Doch, ich kann das machen. Nein, können Sie nicht. Aber ich habe das Haus gekauft. Ja, was ist denn hier los? Ja, gehen Sie mal weg hier. Wer will mich aus der Wohnung haben? Ja. Ich meine, der hat das Haus gekauft. Ja, ich habe auch schon Post bekommen von irgendwelchen Drohungen, Briefen und so. Ja. Was wollen Sie denn damit? Soll ich alle umlegen? Uns alle umlegen. Ich hole das A-Team. Okay. Das A-Team ist nur eine Legende. Nur eine Legende? Ja. Was habe ich gehört? Klopf, klopf. Legende? Wer ist hier eine Legende? So, jetzt zieh mal zu. Das jetzt zieh mal zu, dass du Land gewinnst. Ich habe auch die größere Knarre als du. Ne? Ja. So, ich möchte dich jetzt bitten, das Haus zu verlassen. Ja. Aber zack, zack. So, was war jetzt hier los? Sind Sie Face? Ich bin Face, mein Ja. Was ist denn hier für ein Krach? Ach, das ist das Kind von der Nachbarin hier. Ach so. Wir haben Sie gerufen übrigens. Kommen Sie erstmal rein. So, was ist denn jetzt überhaupt los? Ja, wir werden hier alle rausgeekelt von Don Vito. Okay. Einem Mafia-Boss, weil der will ja irgendeinen riesen Hotel bauen oder sowas. Aber der will uns hier alle rausekeln. Und deswegen haben wir euch als Hilfe gerufen. Frag mich ja, wo Hannibal bleibt. Wer ist denn Hannibal? Hannibal ist unser Chef vom A-Team. Mhm. Der müsste ja dann jeden Moment hier sein. Ja, eigentlich schon. Ah, wenn schon. Man vom Teufel spricht. Na? Hannibal, da bist du ja endlich. Ja, klar. Wo ist Don Vito? Wie, du weißt davon? Hast du schon gehört? Ich bin's, vergiss das nicht. Don Vito ist gerade raus. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Ja, dann müssen wir ihm nur noch in sein Versteck folgen, oder weißt du, wo das ist? Nein, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber das kriegen wir schon raus. Ich glaube, der ist engagiert fürs A-Team, oder? Der Kleine. Er hat auf jeden Fall eine Zukunft bei uns. Hast du Murdoch schon abgeholt? Nein. Also das heißt, ich muss auch noch. Ganz das klar. Heißt, ich muss also ein Auto noch organisieren. Wer könnte das besser als du? Du weißt doch, jedes Ass an seinem Platz. Ja, entschuldigt die Damen. Faceman muss mal wieder organisieren. Jetzt kriegt Faceman die Brille nicht mehr auf. So, ja, ich gehe jetzt organisieren, ne, und dann sehen wir uns später, ne, würde ich sagen. Aber sicher doch. Wer hat die Ball? Ja. Ja. Und bevor das jetzt so romantisch wird, wir haben jetzt andere Dinge zu tun. Du willst eigentlich auch gar nicht, so, Lady. Ja, gut. Viel Erfolg, A-Team. So. Ich habe mal geschaut, da hinten ist sein Versteck. Ah, sehr gut. Das Amy? Ist ja fast zu einfach, um was? Hallo, Faith, Hannibal. Hast du Amy bestellt? Nein. Was führt dich denn hierher? Würde ich auch gerne wissen. Hier geht anscheinend keine... keine Story, ganz genau. Habe ich mir schon gedacht. Ihr seid Anton Vito. Ja. Richtig. Die weiß alles immer sofort, ne? Ich dachte, ich wäre der Schlaue. Ja, wir haben Don Vito gefunden. Ah, und wo soll der sein? Hier? Ja. Aha. Aber was führt dich denn jetzt auf einmal hierher? Ja, ihr wisst doch, ich will doch immer eine Story haben. Für meine New York Times. Das Gefährliche brauche ich dir nicht zu sagen. Dass es gefährlich ist, brauchst du mir nicht zu sagen. Ich bin vorbereitet. Damit kannst du allenfalls so ein Vito kitzeln. Ja, falls er überhaupt was spürt. Doch, das ist besser, ne? Das ist besser. Hast du auch deine Knarre bei? Ja, klar. Ich meinte nicht deine Zigarre. Ach so, die kann man auch als Waffe benutzen, aber natürlich. So, ja. Was machen wir? Ich lock ihn raus oder wie hast du es geplant? Das war mein Plan. Du lockst ihn raus, ich halte mich versteckt, nehme ihn von hinten und das war's. Ja, schade, dass BA einfach nicht, als BA momentan krank ist. Wo ist BA eigentlich? Ja, BA ist liegt flach. Oh. Magen-Darm anscheinend. Oh Mann. Ja. Was ist eigentlich? Murdoch? Ja, was ist mit Murdoch eigentlich? Tja, was soll ich sagen? Ich hab's nicht geschafft, ihn zu holen. Wir mussten direkt hier hin. Wir müssen diesmal ohne ihn klarkommen. Also kann ich den gleich wiederholen. Ja, aber ich bitte erst. Ihn holen. Freunde, bitte erst, nachdem wir Don Vito erledigt haben. Das ist das Wichtigste, danach können wir uns um Murdoch kümmern. Ja, gut, Amy ist ja mit dem Auto da. Ja. Okay. Okay. Naja, dann legen wir mal los, ne? Mhm. Wollen wir mal gucken, wo der rumlungert, der komische Boss.
machen wir denn da? Mach keinen Mut, so sieht es aus. Hartes Mädchen, hartes. Was habt ihr jetzt vor? Wir werden dich kalt machen, dann bist du bei den Fischen. Face! Face! Okay? Ja, der hat meine Waffe mitgenommen, aber gut. Mir geht's gut zu euch. Soll ich mitkommen? Nee, kontaktiere mal Hannibal. Der gut, soll schnellstmöglich herkommen. Ja. Auf zu Amy und Hannibal. Hannibal, komm, Sie sind da hinten. Ja. Ja. So, das Spiel ist aus. Ein Handlanger habe ich aus dem Weg geräumt. Don Vito. Das Spiel ist aus, Don Vito. Mit dem Handy wird es besser nicht an. Den habe ich aus dem Weg geräumt, habe ich doch gesagt. Ich glaube, der hat einen Kurzzeit gedicht mit Don Vito. Ja, dann darf ich Don Vito einfach mal in diese Richtung bitten. Genau. Die Polizei ist schon informiert. Eine schöne Gefängniszelle auf dich. Jetzt ist Schluss mit heißen Frauen und Champagner. Hannibal, würdest du noch die Knarre bitte abnehmen? Das macht mich gerade ein bisschen nervös. Ach, die ist doch nicht geladen. Siehst du? Kein Ladehemmungen, wer weiß das schon, ne? Oh, die zwei auch nicht schlecht. Also Don Vito, Sie haben die Ehre. Weißt du, Amy, ja? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja. Ach, endlich ist Don Vito aus dem Weg Murdoch! Ja. Ah. Ja, sorry, dass wir dich nicht abgeholt haben. Ja, so, bei BA ist krank. Und ja, auf die Schnelle habe ich jetzt auch keinen Wagen organisiert bekommen. Nee, wir mussten Don Vito so schnell wie möglich erledigen, aber wie man sieht, hast du es ja alleine geschafft. Leider hast du den ganzen Spaß verpasst, aber beim nächsten Mal. Oder, da sind wir wieder alle ein Team. Ja, beim nächsten Mal heißt es dann wieder mit ab ins Flugzeug, ne? Mit BA. Das wird dann wieder ein Spaß. Ja, danach ist er direkt wieder krank. Hallo Leute. Ach, Amy. Amy, ich muss euch was zeigen. Ihr glaubt es nicht. Ihr kennt doch Colonel Decker, oder? Ja. Der hat euch ja eine Zeit lang verfolgt. Leider ja. Hier spricht Colonel Decker im Ruhestand. Ich habe mit dem Gericht besprochen, dass wir die Anklage fallen lassen. Ihr dürft weiterhin das Böse bekämpfen. Ich habe auch dem Nächsten einen Auftrag für euch. Ja. Hört sich gut an. Ja, und nü? Wie? Und nü? Wo hast du jetzt? Hat er einfach jetzt die Nachricht geschickt oder wie oder was? Ja, er hat mit mir Kontakt aufgenommen und dann hat er halt gesagt, ob ich weiterhin Kontakt zum A-Team habe. Mhm. Weil ja wir schon ein paar Missionen gemacht haben, wo ich nicht dabei war. Haben die gedacht, ich hätte keinen Kontakt mehr zu euch. Mhm. Und er hat gesagt, es kann schon sein, dass ich Kontakt habe, weil ich will euch ja nicht verraten, wo ihr abhängt oder so. Und dann meinte er so, ja, übermittel bitte diese Nachricht dem A-Team. Das habe ich jetzt gemacht. Also wenn er es ernst meint und das keine Falle ist? Glaube ich nicht. Weil es sind ja schon wieder ein paar Jährchen vergangen. Er ist im Ruhestand übrigens schon seit 2 Jahren. Aber er hat mit dem Richter gesprochen, wirklich ja. Nach so langer Zeit. Ne? Endlich, endlich, endlich. Ja, endlich. Endlich hat er es mal eingesehen. Ne? Ja und Murdoch, was gibt's Neues? Nix. Ja, nix ist ja nicht viel, ne? So. Ja, Murdoch hat ja wie immer den ganzen Spaß ja verpasst. Ne? Ja, BA auch. Nächstes Mal sind wir wieder ein Team. Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall. Ja, also denk dran, Murdoch, also du kannst ja sowieso nicht ohne BA, ne? Ich weiß, ihr seid ja ein Herz und eine Seele, ne? Ja. Obwohl, Hannibal, ich habe ja schon einiges überlegt, wie wir BA jetzt öfters mal ins Flugzeug bekommen, ne? Aha, und wie? Jetzt bin ich gespannt. Nee, ich meine, du hast ja am Anfang ja auch immer einer lenkt BA ab.
Der andere gibt ihm eine Spritze zum Einschlafen, einschlummern. Das könnte man natürlich auch anders machen, ne? Indem man ihm irgendwas ins Essen mischt, Schlaftablette oder sowas. Und ich habe zu denen, du löst dich auf im Wasser, dann kann man auch gut von schlafen. Und du weißt ja, die A trinkt gerne Milch. Ne? Ja. Ja, aber irgendwann, denke ich mal, wird er auch darauf nicht mehr reinfallen. Es wird immer, schwieriger, den ins Flugzeug zu bekommen. Gerade wenn du fliegen möchtest, Murdoch. Ne? Ja. Aber wir haben ja nun mal keinen anderen Pilot. Ach, das kriegen wir schon hin. Ja, ja, dann würde ich sagen, warte mal. Ich könnte mein Flugzeug nehmen. Was möchtest du nehmen? Mein Flugzeug. Meinst du, das Ding fliegt? Ja. Also da möchte ich nicht aufsteigen. Nee, danke, Murdoch. Ja, dann schauen wir mal und warten auf den Auftrag von Colonel Decker. Ne? Ja. Okay. Ich bin der Richtige euch. Gut. Oh, wollen wir die gute Nachricht mal überbringen? Ja, genau. Hast du eine Ahnung, wo feststeckt? Keine Ahnung, ich habe den nicht mehr erreicht. Ich dachte, der wollte die Nachricht bestimmt mal wiedersehen. Keine Ahnung. Egal. Wir kaufen nichts an der Tür. Face! Und, was machst du hier? Ja. Mach die Tür auf. Ich will's nicht wissen. Ich war bei der guten Dame erhoben. Du hast meinen Spruch mit dem Flotten aber sehr wörtlich genommen, oder? Weißt du doch, Hannibal, ohne geht doch gar nichts hier. Ah, ne? Das war ja klar, Face Man. Ja, auf jeden Fall habe ich ihr gesagt, dass es alles wieder sicher ist. Okay. Ja, ist ja auch am Start. Ja, der ist auch noch da. Hat ich bringe ihn gleich zurück. Dann musst du das nicht machen. Du bist ja sowieso immer abgelenkt, Face. Ja, ich glaube, der gute Mann hat gerade Besseres zu tun. Ja. Sonst sollten wir einfach ganz dezent einen Abgang machen. Sind wir jetzt dann fertig für heute? Sind wir fertig, Hannibal? Ja. Oder gibt es irgendwas sonst noch? Irgendwas Wichtiges? Wir warten ja praktisch nur noch darauf, dass Decker sich meldet. Ganz genau. Ja, dann weitermachen, ne? Ciao! Er kann es nicht lassen. Nein, er kann er nicht lassen.